Wer sich mit dem Thema Animes beschäftigt oder halt einfach sehr, sehr großer Anime-Fan ist, wird nicht drum weggekommen sein, was von Attack on Titan gehört zu haben. Sein Name war Eren Jaeger. Ob man diesen Anime jetzt gesehen hat oder mal mindestens was von gehört hat, Attack on Titan ist in der Welt der Animes in aller Munde und das schon jetzt ein paar Jährchen. Ich persönlich bin nicht so der Hardcore-Anime-Gucker, ich habe da immer mal so meine Phasen und dieses Mal hatte ich die Phase, ich habe Bock auf Attack on Titan. Und meine Erfahrung mit Attack on Titan, meine Meinung zu Attack on Titan und überhaupt alles um diese Serie und warum ich der Meinung bin, dass es nicht nur der beste Anime ist, sondern wirklich eine der besten Serien dieser Welt ist. Die Erklärung dafür gibt es in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, dieses Video hier nehme ich original ein paar Minuten nach dem Moment auf, an dem ich mit Attack on Titan fertig war. Sprich, wir haben gerade, ich glaube, 2:30 Uhr um den Dreh und ich sitze hier und muss das jetzt aufnehmen, weil ich einfach den ganzen Shit jetzt erstmal aus meinem Kopf rausbekommen muss. Attack on Titan, kurz zusammengefasst für Leute, die es vielleicht nicht kennen, es ist ein Anime. No Shit Sherlock, der quasi darum geht, dass sich Menschen in Titanen verwandeln können, es Titanen gibt, die Menschheit hinter Mauern lebt. Und es geht sehr viel um das Thema Freiheit. Und unsere Hauptprotagonisten schlagen sich durch diese Welt durch und am Ende kommt ein Happy End, was quasi kein Happy End ist und was deswegen einfach noch tausendmal geiler ist, weil es kein Happy End ist. Grundlegend, was soll ich sagen? Ich bin der Meinung, wenn ich eine Serie so mag, dass ich sie mir innerhalb von 2-3 Tagen, gesplittet auf Pausenzeiten auf der Arbeit und bis hin abends in die Nacht, so durchsuchte, so am Binge-Watchen bin, dann muss das eine gute Serie sein. Das mache ich nicht bei allem. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Digga, es ist fast Mitte 2024. Warum guckst du das jetzt erst? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Denn man muss sagen, Attack on Titan, so wie ich es jetzt recherchiert habe, der Anime in Deutschland kam 2021 raus. Die erste Staffel und die zweite Staffel kamen dann auch 2022 und die dritte, glaube ich, dann irgendwann auch entweder 2022, 2023. Und jetzt die vierte Staffel und die finale Staffel vor allem, die kam Mitte 2023. Raus. Heißt, die Anime-Fans, die vor Ort diesen Anime geguckt haben, wirklich immer akribisch, wenn er rauskam, mussten arschlange warten, weswegen wahrscheinlich deren Erlebnis dieses Animes nochmal besser ist. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig für meine Kritik ist und warum ich sage, nichtsdestotrotz finde ich den Anime weiterhin geil, ich wusste, worum es geht. Ich kannte den Inhalt, ich kannte den Plot, ich kannte alle Charaktere. Woher? Ich habe mir vom guten Ruffy die Anime-in-Minuten-Videos angeguckt zu Attack on Titan. Einfach, weil ich einen Dude feiere und weil mich der Anime interessiert hat, aber nicht so interessiert hat, dass ich ihn mir selber angucken wollte. Würde ich behaupten, dass das ein Fehler war? Teilweise ja, weil manche Sachen fand ich dann einfach weniger episch oder weniger traurig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin komplett baff gewesen am Finale, also in der Endfolge. Mein Kiefer war auf wirklich Fußbodenniveau und ich war hin und weg. Wirklich. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, auch ich wusste, was der große Plot ist, was passieren wird und trotzdem fand ich es absolut episch. Ich möchte jetzt direkt hier eine Sache sagen. Ich werde hier nichts spoilern. Nichts, was wirklich die Handlung betrifft, beziehungsweise die Inhalte. Ich werde schon erklären, was es zum Beispiel mit dem Ende auf sich hat, warum ich dieses Ende so gut finde. Es ist aber nicht das Ende, was wirklich so für den Anime an sich relevant ist. Deswegen, ich versuche so wenig wie möglich auf Spoiler einzugehen, beziehungsweise auf den Inhalt, einfach nur meine Meinung stumpf in den Raum geschmissen. Wenn euch meine Meinung wirklich so akribisch zu wirklich Spoiler-Themen interessiert, lasst mich gerne wissen. Ja, aber fange ich jetzt einfach mal vorne an, und zwar in Staffel 1. Es geht einfach darum, ich muss sagen, es hat 4 Staffeln, ich würde einfach mal sagen 4,5 bis 5, weil sehr viel von Staffel 4 gesplittet war, ich glaube in 3 Teile sogar. Und was soll ich sagen, dieser Anime hat durchgehend gute Folgen. Es gibt kaum Folgen, die nervig waren oder kaum Folgen, die irrelevant waren. Ich glaube, es gibt keine Filler. Es gibt ein paar Flashbacks, die hier und da schon ein bisschen fehl am Platz sind. Vielleicht, in Anführungsstrichen, aus meiner Sicht jetzt. Aber nichtsdestotrotz, es fühlt sich nicht so dahin, also man fühlt es nicht so, dass es den Anime einfach strecken soll, sondern es ist einfach, es passt, es gehört dazu. Und es gibt super wenig, was sich unnötig wiederholt. Finde ich, hat man in Animes normalerweise sehr häufig. Hier fällt das Ganze weg. Brutalitätsgrad dieses Animes ist auch super nice. Also wirklich, die Folgen sind durchgehend 16 oder 18, also ab 18 Jahren freigegeben. Ich muss sagen, es ist so cool brutal gemacht. Der Anime-Style ist mega, die Animationen sind super heftig. Das Voice-Acting sowohl im Japanischen als auch im Englischen als auch im Deutschen ist grandios. Das deutsche Synchronisationsstudio, was sich daran gesetzt hat, es müsste dafür schon fast einen Preis gewinnen. Safe Call. Und auch in allen anderen Sprachen. Und das finde ich super selten. Man hat sonst immer so, in Japanisch hört es sich entweder gut an, dann aber in Englisch und Deutsch meistens scheiße, oder es hört sich in Englisch gut an und in Japanisch und Deutsch halt komisch. Versteht das System. Japanisch hört sich grundlegend immer halt
naja, ich nenne es mal passender an, aber ihr versteht, was ich meine, auf Anime auf Englisch oder Deutsch zu gucken, muss halt die Stimme, muss passen. Und das hat sie getan, auf Englisch und auf Deutsch, egal wie. Ich muss sagen, vom Hauptprotagonisten, Eren Jäger, ist die Stimme in Japanisch, finde ich, ein bisschen unpassend. Da mag ich tatsächlich eher die englische oder deutsche. Aber das ist kleinkarierte Kacke. Ich habe den sowieso auf Deutsch geguckt. Außer ein paar Szenen, die habe ich dann auf Englisch oder auf Japanisch geguckt. Also, das Pacing ist geil. Jetzt, wo man ihn halt an einem Stück sehen kann, ist es einfach unfassbar gut. Und man hat es schnell durch. Es ist ein schneller Anime. Ich dachte, der wird sich wesentlich länger strecken, was ich nicht schlimm gefunden hätte. Aber so fand ich es noch geiler. Und was soll ich sagen? Die Charaktere, super geschrieben. Es gibt super viel gute Charaktere. Es gibt ganz, ganz wenig schlechte Charaktere. Und wenn, dann sind das auch wirklich nur Nebencharaktere. Es gibt Charaktere, die hasst man. Es gibt Charaktere, die liebt man. Aber das ist ein guter Mischmasch. So, es ist gut ausgeglichen, sehr, sehr in Balance. Wie gesagt, die Story sowieso grandios. Es gibt nichts, was ich an dieser Story auszusetzen habe, weder am Anfang noch am Ende. Und was dieser Anime mit sich bringt, sind Plot-Twists. Und zwar unfassbar viele. Ich bin ein Fan von Plot-Twists. Wenn man einen Film oder eine Serie guckt und am Ende stellt sich heraus, dass es eigentlich so und so passiert ist, man wirklich mit der Kinnlade auf dem Boden sitzt, ne, mal kurz Inception oder Fight Club gesagt. Das sind Serien und Filme, die liebe ich, und das ist hierbei auch der Fall. Ich wusste zwar, was der Plot-Twist ist, aber es war mir egal und ich fand es trotzdem episch. Trotz, dass ich schon wusste, was drin abgeht, dass ich gespoilert wurde, aktiv, ich wollte es ja, habe ich jede einzelne Szene gefeiert. Ich hatte Gänsehaut, wenn sich irgendwas entwickelt hat. Ich habe Gänsehaut gehabt bei dem ersten Titan, der sich verwandelt hat. Ich habe Gänsehaut von Aufdeckung von Charakteren, die sich als gut oder böse rausgestellt haben. Ich habe das alles so gefeiert, geliebt und Gänsehaut des Todes gehabt. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich mir zum Beispiel ein Endgame angucke, ist es nach wie vor episch, wenn da Sachen passieren. Aber nicht so krass wie beim ersten Mal. Und das war hier bei Attack on Titan, war es mir egal. Es hat sich super gut angefühlt. Und ja, wie gesagt, am Ende von diesem Anime saß ich wirklich hier und hatte offenen Mund. Ich habe nicht gewusst, wohin mit mir. Mein Herz hat gebrochen, gepocht, weil schon wieder ein so grandioses Serien-Feeling zu Ende gegangen ist. Ist ein Thema, wo ich echt mal ein Video drüber machen muss. Ob das einige von euch kennen, dieses, man hat eine Serie abgeschlossen oder auch einen Film oder eine Filmreihe und ab dem Moment fühlt man sich irgendwie so leer. Also vielleicht ist es ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich habe dann immer so richtig Herzschmerz, wenn ich mit irgendwas durch bin. Also wenn ich das erste Mal geguckt habe und damit durch bin. Ich denke, können einige verstehen, da können wir ein extra Video mal drüber machen. Aber kurz, um mal auf das Ende von diesem Anime einzugehen und zu sagen, bis zum Ende ist es in meinen Augen ein perfekter Anime, eine perfekte Serie. Wie gesagt, wenig Filler, bis hin zu gar keinen Filler. Ganz wenig Flashbacks und wenn, dann sind sie wirklich relevant. Es gibt wenig unnötige Dialoge. Ich glaube, in diesen ganzen, ich glaube, es sind 89 Folgen, meine ich mal. In diesen ganzen Folgen bin ich der Meinung, gab es vielleicht zwei Folgen, wo ich da wirklich saß und gedacht habe, auch kann die bitte zu Ende sein, sonst ich war am Bildschirm gefesselt. Und das passiert bei mir wirklich selten, dass mich eine Serie so durchgehend catcht, dass es nicht mal zwei, drei Folgen gibt, die mich so nerven, dass ich sage, ach, weißt du was, komm hier, Handy kurz mal raus, ein bisschen durchgestrollt und dann weitergucken. Das war hier nicht der Fall. Und mit dem Ende wurde es noch besser, denn wir haben, wie gesagt, kein Happy End. Der Anime will aber auch gar kein Happy End haben. Man muss sagen, es ist kein Anime für Kinder. Es soll kein lustiger Anime sein, auch wenn es hier und da wirklich guten Humor hat und gute Witze und. Aber dieser Anime soll dafür da sein, um ernste Sachen anzusprechen, um wirklich ein ernstes Thema zu bearbeiten, ohne das Thema wirklich genau anzusprechen. Das Ende ist, grob gesagt, ohne zu spoilern, einfach wirklich, unser Hauptprotagonist hat sein Ziel erreicht, aber uns wird gezeigt, dass dieses Ziel auch nicht für lang war. Also, es herrschte ganz lange Frieden in dieser Welt, aber wir sehen im Finale, in den letzten Momenten, in den letzten Sekunden, dass doch wieder alles scheiße wird. Es bricht wieder Krieg aus. Es passieren tolle Sachen, es passieren gute Sachen. Das wiederholt sich einfach alles. Und wir sehen am Ende wieder ein Kind, was wahrscheinlich, da gibt es ganz viele Theorien zu, dass es da vielleicht irgendwie ein Spin-off geben soll, ein Prequel, was weiß ich. Im Prinzip, wie der Anime, wie die Geschichte von diesem Anime angefangen hat, auch mit den Titanen ganz, ganz am Anfang, gleicht sich genau zum Ende. Es ist quasi der gleiche Inhalt und was mir einfach so gezeigt hat, so, okay, es ist einfach, man kann machen, was man will, wenn man was verändern will. Ob es für lang oder kurz bleibt, man kann es schaffen, aber es wird irgendwann immer ein Wandel kommen. Wir können nicht immer, es ist wie ein Hamsterrad und es ist wirklich schwer, dieses Hamsterrad endgültig zu durchbrechen. Und ich bin ganz ehrlich, diese letzten Sekunden oder letzten Minuten, wo wirklich einfach nur Bildmaterial war mit Musik und keinen Stimmen oder irgendwelchen Gesprächen, waren für mich so heftig, weil es einfach so krass gemacht war. Man hat diesen ganzen Anime rüber mitgefiebert. Dann bekommt man das, was man im Prinzip erhofft als Finale, um zu zeigen, okay, hier, es wurde das geschafft, was passieren soll. Und dann wird einem trotzdem gezeigt, die ganze Arbeit war irgendwann in wahrscheinlich Hunderten, Zweihunderten, Tausenden Jahren vielleicht. Es ist
Man sieht sehr viel Zeit vergehen in diesem kurzen Abspann. Aber das alles hat nichts genützt, weil es sich wieder wiederholt hat und es wieder von vorne anfängt und die Bösen wieder, also die einen wieder als böse dargestellt werden, wenn die anderen als gut dargestellt werden. Es ist fucking deep. Man muss es nicht verstehen oder man muss es gar nicht so deep betrachten. Ich habe es jetzt gemacht, aber das ist einfach rundum perfekt. Es wird viel das Ende dieses Animes kritisiert, weil halt eine Sache passiert, die nicht so toll ist und mit der man eigentlich wahrscheinlich nicht gerechnet hat als Fan dieser Serie. Aber hier sei es nochmal gesagt, das Ganze war genauso geplant. Das, wie was passiert ist, sollte so sein. Es sollte niemals eine Geschichte des Helden sein, direkt, also indirekt, sage ich mal. Es war genau so, sollte es sein. Und ich verstehe Leute, die sich beschweren und sagen, ach nee, das ist aber gar kein schönes Ende für den Anime rundherum. Ich verstehe aber die Leute, die sagen, für mich ist es perfekt, weil für mich persönlich ist es auch perfekt. Und die Tatsache, die Mixtur aus Hammer-Story, epischen Charakteren, krassen Fights, heftiger Musik, Plot-Twists ohne Ende, wie gesagt, die Kürze oder die Länge genau perfekt zugeschnitten, die Geschichte hinter allem und das Ende haben für mich einfach gezeigt, dass das wirklich in meinen Augen der perfekte Anime ist. Einige werden wahrscheinlich jetzt sagen, nee, da liegst du komplett falsch. Wir haben Werke wie Dragon Ball, wir haben Werke wie One Piece, wir haben Werke wie was weiß ich. Es gibt 1000 Animes, die unfassbar gut sind. Und Anime ist sowieso so ein Ding, da wird entweder bist du voll dabei, also du bist genau dafür, wofür die große Menge ist, oder du bist halt du ausgegrenzt. Thema Big Three, Diskussionen, die ewig gehen und ne, es will ich gar nicht so tief reingehen. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das und das und das ist quasi perfekt in ihren Augen, weil erstmal Meinungen sind verschieden. Das ist Fakt. Aber für mich ist das der perfekte Anime. Er ist abgeschlossen. Es gibt kein... Also wirklich, es gibt keinen Cliffhanger für mich, außer das Ende, was wahrscheinlich auch so geplant ist. Es gibt nichts, wo ich nicht meine Fragen nicht beantwortet wurden. Es gibt nichts. Und das, so in meinen Augen, macht eine Serie aus. Nicht, dass ich danach sitze und sage, okay, und was war damit, was war hiermit, was war damit. Auch wenn es natürlich Theorien aufwirft, wie zum Beispiel bei The Walking Dead, dass man Theorien sich ausdenken kann. Fan-Theorien, Ideen für alternative Wege und. Das gibt es hier nicht. Und ich finde es geil. Es ist perfekt in meinen Augen. Und als Serie perfekt, sage ich, weil es einfach eine Qualität bringt, die durchgehend konstant durch diese ganzen Folgen weitergetragen wird. Und das, meine lieben Kinder, ist heutzutage nicht mehr so normal im Welt der Serien. Wenn ich dem Anime Punkte geben sollte von 1 bis 10, gebe ich dem eine 10 von 10. Es gibt für mich keine Diskussion, es gibt nichts, was... Klar, es gibt Charaktere, die scheiße sind, es gibt Charaktere, die unnötig sind, es gibt auch mal Momente, die ein bisschen genervt haben, aber das ist alles so minimal, wirklich so hauchdünn, dass es wirklich für mich ein Meisterwerk ist. Ein Meisterwerk, einfach Perfektion. Perfektion als Wort. Also wenn man Definition Perfektion im Duden hat, sollte dann Link von Attack on Titan sein, in meinen Augen. Und an der Stelle sei direkt gesagt, wenn ihr euch für Anime interessiert und Attack on Titan nicht gesehen habt, dann seid ihr komisch, aber macht es. Wenn ihr Leute seid, die vielleicht gar nicht so aktiv Animes gucken, aber sich schon sagen, ach, das ist vielleicht was für mich, guckt euch diesen Anime an. Er wird euch so viel geben und gleichzeitig so viel nehmen, ihr werdet hin und her geschmissen. Es ist auch einfach nicht so, wie es scheint. Es ist wirklich, es ist Hammer. In meinen Augen wirklich perfekt. Ich muss sagen, es ist super schwer, positiv oder überhaupt den Anime für euch zu erklären, beziehungsweise nicht zu erklären, aber zu erklären, warum ich ihn so gut finde, ohne wirklich zu spoilern. Aber ich, wie gesagt, ich mache es nicht und ich habe es nicht vor. Aber ich glaube wirklich, man versteht, vor allem wenn man halt ein Mensch ist, der Serien nicht guckt, vielleicht weil es entweder mit Menschen sind oder animiert oder Zeichentrick oder was weiß ich, sondern sagt, ich möchte eine Serie mit Story, was weiß ich, mit Hintergrund, mit epischen Fights und was weiß ich, dann ist dieser Anime auch was für jemanden, der kein Anime mag. Der Stil muss einem in dem Moment dann egal sein, aber von der Story, von der reinen Story her, einfach episch in meinen Augen. Für mich nicht zu verbessern, bin ich ganz ehrlich. Verbessert mich, wenn ihr sagt, hier das und das hätte man anders machen sollen, besser machen sollen. Oder wenn ihr sagt, das und das fand ich super scheiße, schreibt gerne in die Kommentare allgemein eure Meinung dazu, wenn ihr es gesehen habt. Haut sie mir gerne rein. Ich bin super interessiert und vor allem, das Thema Anime ist für mich immer so was Schönes, weil ich es gerade, wie gesagt, immer mal so in Phasen erlebe. Dann habe ich mal 2, 3, 4, 5 Monate gar keinen Bock auf Animes. Ich gucke momentan Jujutsu Kaisen. Sprich, dazu könnte auch ein Video kommen. Und das ist, was soll ich sagen? Also, möglich ist das alles, auch wenn der Kanal nicht für Anime steht. Ihr wird das gemacht, worauf ich Bock habe und worauf ihr vielleicht auch Bock habt. Heißt, wenn ihr Ideen habt, was ich mal zu einem Anime für Videos machen soll, vielleicht zu einem spezifischen, schreibt es in die Kommentare. Empfehlungen für Animes auch gerne raushauen. Ich schreibe mir fast jede
jede Empfehlung von euch in den Kommentaren raus. Ich habe eine Liste, die ewig lang ist. Ich weiß niemals, ob ich die durchgucken kann, aber immer mal, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal in die Serie, in den Film. Es wird auch vielleicht in naher Zukunft wieder mal ganz, ganz frischer Wind kommen, der mal nichts mit dem grundlegenden System von diesem Kanal, also The Walking Dead, zu tun hat. Es wird auf jeden Fall wieder Abwechslung kommen, so viel kann ich euch versprechen. So, und jetzt, um langsam zum Ende zu kommen, wenn euch dieser Kanal gefallen hat oder wenn euch dieses Video gefallen hat, dann checkt auch gerne mal diese weiteren Videos aus. Ich habe hier mal 2 Videos hingepackt, die ähnliche Themen betrachten, also irgendwas, was in Richtung Anime geht. Wenn euch sowas interessiert, wie gesagt, klickt die Videos gerne an. Es wird auf jeden Fall noch Variation oder Abwechslung auf dem Kanal kommen. Deswegen schaut euch gerne um, bleibt gerne da, lasst ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.